Hallo Freunde, heute bin ich mal hier im Wald und versuche Dachse zu fotografieren. Gestern hatte ich schon mal einen kleinen Anlauf gemacht, aber das Wetter wurde zu schlecht. Es fing an zu regnen. Ja, und es war einfach zu dunkel. Also an dieser Stelle hier ist es sowieso schon recht dunkel. Der Wald ist ziemlich dicht, also hinter mir ist jetzt fast Westen. Und ich hoffe, dass die Sonne so ein bisschen hier noch reinscheint, damit ich so einigermaßen isotechnisch klarkomme, dass das Bild nicht zu verrauscht wird. Ich habe mir auch eine Grenze gesetzt. Also ich bin hier schon mal gewesen und habe mit der Nikon Z6II angesessen und ich bin dann tatsächlich bis in den High ISO 2.0 Bereich gegangen. Das ist für kleine Bilder sicherlich okay, aber wenn man da, wenn es ein bisschen schön sein soll, dann ist es nicht mehr gut. Aber es ist schon bemerkenswert, dass die Kamera das überhaupt noch macht, weil man mit bloßem Auge schon gar nichts mehr erkennen kann und auf den Bildern kann man dann sehr wohl noch was erkennen. Das ist schon sehr cool. Naja, also ich bin mal gespannt, was heute passiert. Ah, jetzt, wenn die Sonne so reinscheint, ne? Das ist echt super. Ich versuche mal, kann man das? Kann man gar nicht, ne? Man kann die Kamera nicht umschalten. Naja, ist egal. Ja, dann ist das wunderbar, ne? Das ist ein ganz, ganz tolles Licht jetzt gerade. Aber ja, wenn es so bleibt, das wäre super. Aber ich fürchte, die Dachse, die kommen wieder so spät raus, dass das wieder so im High-ISO-Bereich dann enden wird. Aber ich habe mir bei ISO 40.000 die Grenze gesetzt. Also alles, was da drüber geht, werde ich nicht machen. Das breche ich ab. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, mal sehen. Also bis jetzt hat sich noch gar nichts bewegt. Ich versuche mal die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ja, da ist also jetzt noch ganz nettes Licht. Und ja, im Moment haben wir ISO 2500 bei einer 60stel Sekunde. Also das wird dann auch schon eng, ne? Wirklich eng, aber ich habe beide Stabilisatoren an, am Objektiv und auch den Stabi in der Kamera, den internen Stabi. Ah, ich bin gespannt. Ansonsten eine super tolle Location hier, nichts los. Eigentlich geht hier ein Wanderweg her, so, ja, weiß nicht, 40 Meter, 50 Meter an dem Dachsbau entlang, aber das ist eine sehr schöne Runde hier, die man laufen kann, auch so mit Hund, ne? Aber ruhig, total ruhig, keiner da, das ist wunderbar, mega cool. Ja, mal sehen, vielleicht kann ich euch ja ein paar Bilder zeigen, vielleicht auch ein kleines Video, mal schauen. Also im Moment nichts zu sehen. Aber mal gucken, ich schalte mal gerade die Kamera um. Mal sehen, vielleicht kann ich euch da ja doch noch was zeigen dann irgendwie. So ist die Ansicht von hier. Und der Bau ist, wo ist mein Finger? Da hinten. Ich versuche das mal mit 300 mm heute. Das ist eigentlich eine ganz gute Brennweite. Wenn es dann halt mit dem Licht gut läuft, kann ich vielleicht noch was raus vergrößern. Ja, dann schauen wir einfach mal. Ja, mal sehen. Ja. Und das ist wunderbar hier. Wirklich wunderbar. Einen Kaffee habe ich nicht mit. Stattdessen habe ich hab mir meine Frau einen sehr, sehr leckeren
Holundersaft gemacht. Mega lecker. Kennen wir aus Österreich. So, let's go. Also Sirup. Sirup mit Wasser verdünnt. Grandios. Ja. Bei so einem langen Ansitz muss man sich was mitnehmen. Es ist zwar nicht mega warm heute, also gestern war das Wetter richtig ekelhaft. Es war nicht wirklich warm, aber es war mega schwül und als es anfing zu regnen, habe ich mir einen Poncho übergeworfen, den habe ich immer dabei. Das ist so ein, ich glaube, Ripstop Nylon Poncho aus dem US-Shop, uralt, aber leicht. Boah, ich hätte ihn auch auslassen können. Ich war trotz Poncho genauso nass wie mit dem Poncho. Also bringt nichts. Na, ich habe ihn eigentlich dabei, damit ich halt auch das Stativ und die Kamera damit tarnen kann. Habe ich aber noch nie gebraucht. Und bei den Dachsen ist es sowieso uninteressant, weil die eh schlecht sehen. Die hören gut, die riechen gut. Also am besten eine Woche lang nicht duschen. Ah nee, ich denke, das hilft auch nicht. Die riechen den Menschen. Und mit dem haben die keine Verträge. Aber ist nicht schlimm. Wenn man sich schön waldgerecht verhält, ihn nicht stört, zum Ansitz geht, bevor er draußen ist und dann die Momente abwartet, wo er dann halt wieder im Bau verschwindet und man dann sich zurückzieht, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ja, eigentlich erwarte ich auch noch mehr, ne? Mal irgendwie einen Fuchs oder so, aber das ist nicht so. Vielleicht könnt ihr im Hintergrund diese Geräusche hören. Das ist nicht mein Blutdruck. Das sind zwei Windräder hier in der Nähe. Die drehen recht heftig heute, weil wir doch einigermaßen guten Wind haben. Aber die sind so laut, das ist wirklich schlimm, ey. Ja, wenn die Dinger nicht wären, also wenn der Wind von der anderen Seite von Ost kommen würde, dann würde man davon nichts hören, dann hört man hier schön das Vogelgezwitscher. Aber heute wird man auch in dem Video, falls es eins gibt, dann doch einiges von den beiden Windrädern hören. Ja, ich hoffe, dass ich nicht weiter gestört werde hier. Dass hier niemand herkommt, hinkommt. Dann werde ich die Dachse auf jeden Fall sehen. Ob sie dann bildwert sind, ist dann halt die zweite Frage. Vielleicht gibt es auch nichts. Aber mal sehen. Ich habe noch so zwei, drei andere Dachsbauten, Dachsburgen in meinem Portfolio, die zum Teil schlechter gelegen sind, also fotografisch schlechter, wo man weniger Einblick hat. Hier hat man einen super Einblick. Aber ich habe auch noch einen, wo man wirklich einen grandiosen Einblick hat. Aber da habe ich noch überhaupt keine Erfahrung, ob die, wann die rauskommen, wie sie sich verhalten, wo sie sich dann genau bewegen, dass man halt auch gute Fotos machen könnte. Weiß ich noch nicht, mal sehen. Ja, wenn das hier nichts wird, wenn es hier zu dunkel ist, dann werden wir mal an der anderen Location gucken. Vielleicht wird das da besser, mal sehen. Ich werde erstmal weiter gucken und vielleicht schalte ich dann gleich nochmal rein. Ja, bis später mal. Leute, das war der Knaller. Der Dachs ist aus seinem Bau gekommen, dahin, hat ein bisschen geguckt und dann ist der genau hier runtergelaufen, 5 Meter von mir entfernt. Ich habe 300 mm Brennweite eingestellt. Der war viel zu groß.
Das hat mich alles so überrascht. Ich konnte den gar nicht mehr scharf stellen. Ich habe ein paar coole Bilder, aber filmen konnte ich den dann gar nicht mehr. Dieses kleine, dicke Dachsviech ist so schnell hier an mir vorbei, hat sich aber nicht stören lassen und ist dann da unten im Dickicht verschwunden. Absoluter Hammer. Absoluter Hammer. Ich kann euch nur empfehlen, da kommt der zweite. Der zweite ist da. Der zweite. Eieieiei. Jetzt wird's interessant. Das Problem ist, dass der Fokus nicht mehr passt. Den muss ich mir jetzt erstmal wieder suchen. So. Das ist jetzt schon zu dunkel. Ich muss jetzt irgendwie mal manuell fokussieren. So. Und dann muss ich gucken, was mit dem zweiten ist. Das ist echt der Hammer. Also es sieht schon so dunkel. Man kann natürlich die Bewegung sehen, aber die Kamera ist jetzt auf ISO 32.000. Ich habe die Blende voll aufgemacht, 5,6, eine 50stel Sekunde. Dachse sind ja nicht so schnell. Aber trotzdem, wenn die zu nah sind und ich muss mitziehen, dann wird das nichts. Ich lege euch jetzt erstmal wieder zur Seite. Und dann schauen wir mal weiter. Später. So Leute, das war mega. Richtig mega. Ich habe echt gedacht, der Dachs, der läuft auf mich zu und rennt mich um. Oder das Stativ oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der war so nah. Das letzte Foto, das ich habe es nicht mal mehr scharf, ne? Und dann sitze ich da so, beobachte den Bau, weil ist ja nicht nur ein Dachs drin. Da kommt ein Reh und legt sich 10 Meter von mir entfernt dahin. Unglaublich. Ja, dann, ich habe dann mich bemerkbar gemacht, weil ich das halt für meine Abreise halt auch nicht aufscheuchen wollte. Ne? Total cool. Total cool. Also da bin ich ja hin und weg. Hätte ich ja nie mit gerechnet. Naja, jetzt schaue ich mal, jetzt bin ich auf dem Rückweg hier. Aber ich gucke, weil es sind viele, viele Rehe unterwegs. Und ich glaube, ich habe gerade einen Regentropfen abbekommen. Aber wenn ich das jetzt noch schaffe, dann nehme ich natürlich gerne noch einen Reh mit. Also auf dem Bild, ne? Aber cool. Cooler Abend. Sehr schön. Also raus, Leute. Raus in die Natur. Fotos machen. Ja, ich habe kein super tolles Objektiv, die Kamera ist halt super. Aber ich habe nur das Sigma 150-600 Contemporary, also das C. Das habe ich jetzt auch tatsächlich komplett aufgemacht, die Blende komplett aufgemacht, weil es wirklich schon sehr, alles Viecher hier unterwegs, sehr, sehr dunkel war. Ne? Aber, also, total cool. Also, ich meine, gut, wenn man natürlich jetzt in so ein schönes Nikon, weiß nicht, 400, Z400, 2,8 mit Konverter investiert. Na ja, gut, das sind natürlich mal eben 15 kleine Scheinchen, ne? Aber das ist schon, sie gehen natürlich super Bilder, ne? Ich muss mal ausprobieren. Ich habe noch ein 70-200 von Sigma, ein Sport mit F2,8. Da kann man natürlich noch einiges rausholen. Ne? Naja, mal gucken. Ich werde mal die Bilder auswerten und ich blende sie euch dann ein. Also total cool. Also ich blende sie auch ein, wenn sie nicht super gut geworden sind. Selbst dann will ich euch die nicht vorenthalten, weil allein das Erlebnis war mega. Absolut mega.
So, wir sehen uns. Ich gehe jetzt mal zurück und nehme mit, was ich noch kriegen kann. Und ein wunderbarer Ausblick hier. Ne? Ich hoffe, euch ist jetzt gerade nicht schlecht geworden. Da wunderbar, total, total genial. Ja, so schön ist es draußen. So, noch mal ein kleiner Nachtrag. Ganz wichtig, Respekt. Das ist hochwichtig. Der Mensch nimmt den Tieren seinen Lebensraum oder den Lebensraum. Und wenn wir in den Wald gehen und Fotos machen, dann müssen wir Respekt mitbringen. Ich habe eben gewartet. Ja, also der Dachs 1, der war ja sowieso schon raus. Der war ja unterwegs. So, dann kam das Reh. Das hat sich hingelegt. Das wollte eigentlich die Nachtruhe da verbringen. Ja, ist aber schlecht, weil ich muss ja irgendwie weg. Also habe ich mich vorsichtig bemerkbar gemacht. Es hat dann geguckt, ist dann aufgestanden und ist zügig weg. Ja, das hat sich jetzt nicht überschlagen und hat geschrien oder so, ja, sondern es ist einfach zügig gegangen, weil es gemerkt hat, da ist irgendwas anders. Das ist nicht okay, was da gerade so zu sehen ist. So, das war dann weg. Dann kam Dachs Nummer 2 aus dem Bau, hat geguckt, kam aber nicht weiter raus. Und als der Dachs hier da drin war, habe ich meine 7 Sachen zusammengepackt und habe mich leise, immer wieder anhaltend, vom Acker gemacht. So, und wenn man dann aus der Reichweite raus ist, dann kann man sich wieder normal bewegen. Ja, aber Rucksack war vorher gepackt, da liegt nichts rum. Ja. Stativ, das ist dann so aufgebaut, dass ich das schnappen kann, mit der Kamera einfach auf die Schulter werfe und dann geht's weg. Ja, so ein richtig schöner, geordneter Rückzug. So, das war mir noch wichtig. Also, Respekt. Tschüss, Leute.